Hallo, guten Abend und Glück auf zu den Nachrichten hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu Megional heute am Freitag, dem 11. Oktober. Am gestrigen Abend wurden in der Jahnsporthalle in Wünschendorf die Ehrenpreise der Stadt Pockau-Lengefeld an besonders engagierte Bürger verliehen. Lothar Walter und Jürgen Sandig waren vor Ort. Es hat sich in unserer Stadt zu einer schönen Tradition entwickelt, einmal im Jahr ehrenamtlich Tätige auszuzeichnen. Neben der Würdigung besonderer Verdienste einzelner Bürger im Ehrenamt geht es dabei immer auch darum, die Öffentlichkeit über die vielfältigen Möglichkeiten einer sinnvollen Betätigung in Vereinen, kommunalen Gremien oder Kulturgruppen zu informieren und zum eigenen Mittun anzuregen. Das Ehrenamt ist ein unverzichtbarer Teil unseres städtischen Lebens und verdient daher höchste Anerkennung. Die Lebensqualität einer Kommune wird wesentlich vom vorhandenen, andererseits aber auch dem fehlenden Engagement der Einwohner bestimmt. Bei uns ist das Engagement zum Glück groß. Wir rufen jedem Jahr die Bürger unserer Stadt auf, Vorschläge einzureichen für die Verleihung der Ehrenpreise. Dann haben wir eine Ordnung, wie wir verfahren, wenn Vorschläge eingehen, die werden dann überprüft und dann gibt es eine Abstimmung in einer Jury. Und dann stehen die Preisträger fest. Und es war dies Jahr wieder so, wie meistens, dass wir 3 Vorschläge bekommen haben. Und 3 ist auch die Zahl, die wir maximal Preisen pro Jahr vergeben. Der erste Ehrenpreis in diesem Jahr wird verliehen an Herrn Christian Keilich. Der Ortschaftsrat Lengefeld hat einstimmig vorgeschlagen, Christian Keilich dieses Jahr mit diesem Ehrenpreis auszuzeichnen. Nicht nur, weil er wunderbar Märchen und Geschichten erzählen kann. Christian engagiert sich seit Jahren in seiner Freizeit mit viel Fleiß und Begeisterung dafür, dass in unserer Stadt kulturelles Leben stattfindet. Besonders hervorzuheben ist seine ehrenamtliche Arbeit mit Kindern. Ihm ist es gelungen, seine eigene Begeisterung für Märchen und Geschichten und das Theaterspiel auf unsere Kinder zu übertragen. Danke. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich ich darf noch so viel. In der heutigen Zeit ist es mehr denn je, wird es mehr denn je gebraucht, dass man lacht, dass die Leute Freude haben. Ich garantiere euch, ich werde dafür sorgen. Dankeschön. Der zweite Ehrenpreis geht an Herrn Johannes Schmidt. Ja, was soll ich hier in diesem Haus noch Johannes Schmidt sagen? Ortsvorsteher von Wünschendorf, ist auch von seinen Kollegen aus dem Ortschaftsrat vorgeschlagen worden. Und hat schon viele Jahrzehnte für seine Mitmenschen, für seinen Ort gewirkt. Und dieses Jahr hat er dem Ganzen mit anderen zusammen die Krone aufgesetzt, indem er das Dorfjubiläum 650 Jahre Wünschendorf maßgeblich vorbereitet und gestaltet hat, was ja auch ein voller Erfolg gewesen ist. Und das Also, wenn ich diesen Preis heute erhalten habe, so sehe ich es eigentlich so, dass der Preis für unser ganzen Ort ist. Und ich habe ihn hier erhalten und abgeholt. Ich möchte mich bei allen Wünschendorfern, die hier sind, recht herzlich bedanken. Vorgeschlagen wurde der Bockauer Heimat- und Mühlenverein. Der Verein spielt eine ganz wichtige Rolle, wie andere auch, aber er hat ein Domizil, was er pflegt, wie sein Augapfel, was er instand setzt, wo er Führungen anbietet für Besucher. Das ist die Ölmühle in Bockau. Und wenn es den Verein nicht gäbe, weiß ich nicht, wie die Mühle aussähe und wie viele Besucher da schon drin gewesen wären. Ich denke, wesentlich weniger und das Haus wäre nicht so schön. Die
Liebe Mitglieder des Bockauer Heimat- und Mühlenvereins, herzlichen Glückwunsch zum Ehrenpreis und danke an Sie alle für die Aufmerksamkeit. Glück zu. So, aber ich will nicht mehr lange reden. Nochmals vielen, vielen Dank für die Ehrung. Und wir werden unsere Mühlchen auch weiterhin die Treue halten. Dankeschön und Glück zu. Junge Menschen für die politische Vergangenheit Deutschlands zu interessieren und sie dazu zu bewegen, sich intensiv mit der Geschichte zu befassen, steht nicht nur in den Lehrplänen der Bildungseinrichtungen. Wie man junge Menschen, die die Wendezeit schon vom Alter her gar nicht miterleben konnten, aktiv einbinden kann, das hat Frank Langer in Gelenau in Erfahrung gebracht. In diesen Tagen wird vielerorts an die politische Wende in der DDR vor 30 Jahren gedacht. Eine Zeit, an die sich Schüler logischerweise nicht erinnern können. Der Gelenauer Lehrer Hendrik Seibt hatte sich vor Jahren dazu das Wendemusical Seidenverkehrt einfallen lassen, was er mit seinen Schülern inszenierte und aufführte. Nun kommt es Anfang November erneut auf die Bühnen von Thum und Gelenau. Also auf jeden Fall 30 Jahre. Ich denke, das ist eine Zahl, die sollte man wirklich feiern, berücksichtigen, weil wir seit 30 Jahren eigentlich eine tolle Freiheit haben. Und der zweite Grund ist, dass auch wieder unsere Schüler mal wissen sollten, dass das nicht selbstverständlich ist, in so einer gesellschaftlichen Freiheit zu leben. Und dass man darüber auch, wie gesagt, sich mit beschäftigen sollte. Geprobt wird derzeit im Volkshaus Thum. Für die Hauptdarsteller sicherlich eine Herausforderung, sich in die Rollen hineinzuversetzen. Also ich möchte halt für die Freiheit kämpfen und ziehe halt in den Westen. Und da muss ich halt mit meinem Freund den Redeschluss machen. Also ich bin Tim Zickloser und spiele die Rolle René Müller. Was stellt da René Müller dar? Ich stehe zu der DDR, stehe zu meinem Land und habe halt eine Freundin, die halt eher nicht so ist. Und da haben wir halt ein paar Konflikte, aber im Endeffekt ändert sich das alles und genau. Was ist das Besondere dran an dieser Art des Geschichtsunterrichts? Die musikalische Begleitung auf jeden Fall und da kann man sich das auch besser einbringen, finde ich. Ihr habt die Aufführung etwas verändert oder ist sie so, wie es damals schon geprobt und inszeniert wurde? Wenn ich das verändern würde, würde ich die Geschichte verändern und das brauchen wir nicht, gibt's andere. wir haben die Tänze natürlich aufgepeppt, das ist alles, wir haben die Zitrone ein bisschen ausgequetscht, wenn man so will. Aber es nützt nichts. Es ist nun mal mein Job. Gestatten, ich bin der Stasi-Mann. Durch alle dran, es gibt kein Fliehen. Ich bin Spion, keine Regierung, weil ich bin der Stasi-Mann. Naja, der Stasi-Mann hat eigentlich zwei Facetten. Man ist ernsthaft, also das erste Mal ist man eigentlich ganz normal, beziehungsweise ein bisschen ironisch mit. Und auf der anderen Seite ist man dann wieder böse und ein Ton dran. Die zwei Rollen muss man in einer Person sozusagen verdeutlichen, allen Ton dran. Deswegen ist es schon ganz interessant, das zu machen. Gedanken sind frei, wer kann sie ändern? Ich bin der Stasi-Mann. Man sieht bei den Schülern einen gewissen Reifeprozess auch während des Probens und der Aufführung. Ist das so? Das kann ich voll bestätigen. Also wir haben ja, die Jüngsten sind ja so um 10, also 11 Jahre alt. Und denen natürlich zu vermitteln, wie die vor der Mauer standen und welche Angst sie hatten in den Körper, das kann man eigentlich schlecht rüberbringen. Aber sie geben sich Mühe. Sie haben eine tolle Mimik und mit ein paar tollen, klaren Ansagen wird das auch umgesetzt. Zuhören! Lass mal, ich weiß schon, Schießbefehl und Minen und so. Ganz so blöd bin ich nun auch wieder nicht. Ach übrigens, ich war schon öfters in Berlin. Hendrik Seibt fordert von seinen Schülern vollen Einsatz. Ist nicht immer einfach. Vor! Ihr müsst vorkommen! Wenn ihr die Leute erreichen wollt, lasst nicht hinten sind. Kommt vor! Jährlich! Tja, der macht immer hier. Das ist doch keine. Ja, Mensch, bitte mal mit dem Augen in den Körper! Spannung! Wie soll ich sagen, Frank? Ich habe in meinem Leben schon sehr viel geschrieben,
das war nicht alles gut, was ich geschrieben habe, da war auch viel Mist dabei, aber Seitenverkehr ist eigentlich ein bisschen mein Baby, bin ich ehrlich. Und gerade in dieser gesellschaftlichen Situation, wie wir es jetzt gerade erleben, ja, dass es wieder Kräfte gibt, die vielleicht auch die Freiheit wieder beschränken wollen, ist es eigentlich wichtig, das weiterzumachen. Also ich bin dabei. Ob ich das in 10 Jahren nochmal aufführe, ich bin dann schon etwas älter. Mehrere Aufführungen gibt es. Seitenverkehrt, das Musical zur Wende, wird Anfang November aufgeführt. Premiere ist am 1. November im Volkshaus Gelenau. Und wir bleiben beim Thema, was für Erfahrungen haben Menschen nach der deutschen Einheit gemacht und wie haben sich Betriebe, Vereine oder ganze Regionen verändert? Mit diesen oder ähnlichen Fragen können sich Jugendliche im Wettbewerb Umbruchszeiten Deutschland im Wandel seit der Einheit beschäftigen. Anlässlich des 30. Jahrestages vom Mauerfall und deutscher Einheit haben die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer gemeinsam den Jugendwettbewerb ausgelobt. Junge Menschen zwischen 14 und 19 Jahren sind im gesamten Bundesgebiet dazu aufgerufen, sich mit den Umbrüchen in Deutschland nach 1989, 1990 auseinanderzusetzen. Die Form der Einreichung kann von Textbeiträgen über Comics bis zu Filmen oder Theaterstücken reichen. Noch bis zum 1. März 2020 können Sie eigene Projekte zum Thema entwickeln und sich anhand konkreter Geschichten mit der jüngsten Vergangenheit auseinandersetzen. Den Gewinnern winken bis zu 30 Preise in Höhe von je 500 bis 3000 Euro sowie die Teilnahme an der Preisverleihung im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Alle Informationen zum Wettbewerb gibt es unter www.umbruchszeiten.de. Marienberg, Fahrzeugteile gestohlen. Einbrecher machten in der Nacht vom 8. Oktober 19 Uhr bis zum darauffolgenden Tag 9 Uhr auf einem Firmengelände in der Zürblitzer Straße Beute. Die Täter verschafften sich Zutritt auf das Grundstück und entwendeten dort mehrere Autobatterien. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 800 Euro angegeben. Bereits einige Tage zuvor waren Einbrecher auf dem Gelände unterwegs und hatten Katalysatoren und Altbatterien mitgehen lassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ebenfalls Marienberg, Kollision an Einmündung. Von der Marienstraße nach links in die Kirchstraße bog am Mittwoch gegen 10 Uhr vormittags ein 18-jähriger Radfahrer ab und stieß dabei mit einem in der Kirchstraße entgegenkommenden VW zusammen. Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Auf geht's in die Herbstferien und die erste Woche wird einfach großartig, zumindest was das Wetter betrifft. Und so geht es konkret los. Heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel in unserem Sendegebiet leicht bewölkt mit gutem Blick auf die Sterne und den zunehmenden Mond. Regen gibt es natürlich nicht, das Niederschlagsrisiko trägt eine große Null. Der Grund dafür ist das Hochliesbett, das derzeit die Wetterlagen über dem Ostatlantik bestimmt. Milde Luft strömt zu uns herein und das zeigt sich auch auf den Thermometern. In Olbernhau rund um den Gessingplatz stehen 10 bis 12 Grad in den Anzeigen der Thermometer. In Marienberg-Moosheide übernachtet das Quecksilber bei 9 bis 11 Grad und in Schopau am Altmarkt gibt es mit 11 bis 13 Grad die Höchstwerte im Sendegebiet. Darüber hinaus ist die Liesbett noch recht stürmisch. Der Wind bläst in frischen Böen mit bis zu 41 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Morgen früh beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens begleitet uns die Sonne an einem wolkenlosen Himmel. Auch die Spätaufsteher kommen in den Genuss. Über den gesamten Tagesverlauf bleibt es wolkenlos und trocken. Die Sonne rechnet das Maximum von 10 Arbeitsstunden ab. Erst gegen Abend ziehen ein paar Wolken auf und wolkig geht es in die Nacht hinein. Niederschläge sind generell nicht zu erwarten. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit zu warm, aber uns kann es ja recht sein. In Halbach an den Fischteichen werden 11 bis 19 Grad erwartet. In Großrückerswalde am Flugplatz klettert das Quecksilber auf 10 bis 18 Grad. Und die Griesbacher haben hier die Nase vorn. 12 bis 20 Grad werden dort erwartet. Der Wind bleibt am Drücker und bläst in frischen Böen mit bis zu 45 Kilometer pro Stunde aus Südwesten.
Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Sonntag ist der Name dann bald mal wieder Programm. Die Sonne lacht von einem Reisekatalog blauen Himmel. Die wenigen Wolken erfüllen dabei nur einen dekorativen Zweck. Regnen wird es natürlich nicht. Das alles zusammen lässt das Quecksilber auf spätsommerliche 15 bis 22 Grad Celsius klettern. Der Wind wird dann leicht aus Süden. Der Montag legt noch eine Schippe drauf, der Himmel ist weiter wolkenlos, die Sonne bleibt am Drücker und das schraubt das Quecksilber auf sage und schreibe 13 bis 23 Grad Celsius. Der Wind beruhigt sich dann und weht auch nur noch schwach aus Süden. Ob dann die folgenden Tage nahtlos anschließen, das beleuchten wir dann am Montag hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal vom Regionalwetter. Am Montag sehen wir uns hier an dieser Stelle wieder. Bis dahin sehen Sie alle Sendeformate wie den MEF-Wochenrückblick mit Geschichten und Berichten aus der vergangenen Woche aus unserem Sendegebiet und MEF-Kompakt mit den Veranstaltungshinweisen und Ausflugstipps für die kommende Woche zu den gewohnten Sendezeiten im TV. Und natürlich jederzeit von überall und unterwegs aus online auf www.mef-lein.de. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis Montag.